Cari fratelli e sorelle, in modo più ampio degli altri tre evangelisti, liebe San Brüder Giovanni, und Schwestern, nella maniera ausführlicher als die drei anderen Evangelisten berichtet uns der heilige Johannes in seinem Evangelium in der ihm eigenen Art von den Abschiedsreden Jesu, die gleichsam als sein Testament erscheinen und als Synthese des wesentlichen Kerns seiner Botschaft. All'inizio di tale discorso c'è la lavanda dei piedi, am in cui Anfang servizio redentore di Gesù per l'umanità, bisognosa di purificazione für die reinigungsbedürftige Menschheit in einer Geste der Demut zusammengefasst ist. Alla fine, le parole di Gesù si trasformano in preghiera. Nella sua preghiera sacerdotale, in cui sfondo gli esegeti hanno individuato, nel rituale della festa giudaica dell'espiazione. Ciò che era il senso di quella festa e dei suoi riti, la purificazione del mondo, la sua riconciliazione con Dio, avviene nell'atto del pregare di Gesù, un pregare che al tempo stesso anticipa la passione, la trasforma in preghiera. Così nella preghiera sacerdotale si rende visibile in una maniera del tutto particolare, so wird im hohepriesterlichen Gebet auf eine ganz eigene Weise auch das bleibende Geheimnis des grünen Donnerstags sichtbar, di Gesù Cristo, das neue Priestertum Jesu Christi und Apostoli, seine Fortführung in der Konsekration der Apostel, in der Einbeziehung der Jünger in das Priestertum des Herrn. Da questo testo inesauribile, in quest'ora vorrei scegliere tre parole di Gesù che possono introdurci più profondamente nel mistero del Giovedì Santo. Innanzitutto la frase, questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo. Ogni essere umano vuol vivere. Jeder Mensch möchte leben, möchte wirkliches, gefülltes Leben, das sich lohnt, das Freude ist. Und la resistenza contro la morte, che tuttavia è ineluttabile. Mit der Sehnsucht nach Leben ist zugleich der Widerstand gegen den Tod verbunden, der dennoch unausweichlich ist. Wenn Jesus vom ewigen Leben spricht, dann meint das eigentliche, das wirkliche Leben, das zu leben sich lohnt. Dann meint nicht einfach das Leben, das nach dem Tod kommt. Er meint die eigentliche Weise des Lebens, ein Leben, das ganz Leben und daher dem Tod entzogen ist, aber durchaus schon in dieser Welt beginnen kann. Ja, mit ihr beginnen solo muss. Se impariamo già ora a vivere in modo autentico, se impariamo quella vita che la morte non può togliere, nur wenn wir jetzt eigentlich zu leben lernen, jenes Leben erlernen, das der Tod nicht nehmen kann, hat die Ewigkeit zu heißen Sinn. Alla quale la morte non può nuocere. Was ist das eigentlich, das wahrhaft ewige Leben, dem der Tod nichts anhaben kann? Questa è la vita vera che conoscono die Antwort Jesu te, haben wir gehört. Das ist das wahre Leben, dass sie dich erkennen, Gott, sorpresa, und deinen Gesandten ci viene Jesus Christus. Lì ci viene detto che vita è conoscenza. Ciò significa anzitutto vita e relazione. Leben ist Erkenntnis, wird uns das unserer Überraschung gesagt. Das bedeutet zunächst, Leben ist Beziehung. Keiner hat es aus sich selbst und nur für sich selbst. Wir haben es vom anderen her in der Beziehung zum anderen. Wenn sie Beziehung in der Wahrheit und in der Liebe ist, geben und empfangen, gibt sie dem Leben Fülle, macht es schön. Aber die Zerstörung der Beziehung durch den Tod kann gerade darum besonders schmerzhaft sein, das Leben selbst in Frage stellen. Nur die Beziehung zu dem, der selbst das Leben ist, kann auch mein Leben über die Wasser des Todes halten, mich lebendig durchführen. Che l'uomo può trovare una vita eterna
Schon in der griechischen Philosophie gab es den Gedanken, der Mensch könne dann ewiges Leben finden, wenn er sich an das anhängt, was unzerstörbar ist, an die Wahrheit, die ewig ist. Er müsse sich gleichsam mit Wahrheit anfüllen, um den Stoff der Ewigkeit in sich zu tragen. Aber nur wenn die Wahrheit Person ist, kann sie mich durch die Nacht des Todes hindurchtragen. Wir halten uns an Gott fest, an Jesus Christus, den Auferstandenen. Dann sind wir von dem getragen, der das Leben selber ist. In dieser Beziehung leben wir auch durch den Tod hindurch, weil der uns nicht verlässt, der das Leben selber ist. Aber ritorniamo alla parola di Gesù. Questa è la vita eterna. Aber kehren wir zu Jesu Wort zurück. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und deinen Gesandten. Erkenntnis Gottes wird ewiges Leben. Natürlich ist damit Erkenntnis mehr gemeint als äußeres Bescheidwissen. Das wissen wir zum Beispiel, wenn ein berühmter Mann gestorben ist und wenn eine Erfindung